Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der liebe Odin. Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und auch mit am Start ist der Revano. Da ist er wieder, der Revano. Ich wollte das auch nachmachen, wie Odin gesagt hat. Oh, herrlich. Hallo. Hallo. So, und zwar werden wir jetzt erstmal, also wir werden jetzt erstmal ganz kurz keine Mission machen. Wir werden eine Mission, und zwar wir suchen uns jetzt einen Händler. Weil wir wollen das Inventar jetzt mal leer kriegen. Wir haben das Inventar alle komplett rammelvoll. Ja. Können wir noch vorher einen Gegner töten? Ich muss einen. Na, oh, ich komme noch unterwegs. Ja, wir porten uns einfach in die Stadt. Dann porten wir uns. In welche Stadt porten wir uns? Sag ich euch gleich. Aber ich töte eben die zwei, damit ich mein scheiß Level voll hab. Wo ist denn ein Stadtsymbol? Welche ist denn hier in Stadt? Du kannst dich doch nicht in die Stadt porten. Siehst du, die ganzen Dinger, die ich hier habe, das sind hier oben in der aktiven Quest. Achso, das ist aktive Quest. Das ist hier oben in dem oberen Gebiet, oben am Strand. Da habe ich die ganzen Sachen offen. Ja, weil du alle angenommen hast. Achso, und das ist doch nicht da. Achso, das wird überall, wo ich. Achso, wenn ich auf dem Stadtsymbol hier, dann zeigt er mir das. Achso, okay, gut, hab mich gehört. Hallo? Hi. Nicht Hi sagen, sondern lass uns mal reisen jetzt hier. Ja, Moment, ich muss eben noch einen töten. Ich will Warum? Das Level 10 haben. Ich bin Level 9 und meine. Ach komm, jetzt, das kannst du dann doch machen. Wir wollen jetzt erstmal verkaufen und dann kannst du dein Level 10 holen. Holen. Bist du blöd? In der Stadt kann ich da nicht. Ah, jetzt! Jetzt bin ich Stufe 10. Hat doch alles gepasst. Ach. Ihr habt schon und könnt nun die PvP-Schlachtfelder betreten. Öffnet das Kampagnenmenü. Oh, okay, cool. Wollen wir nicht. Weiß, aber da steht Held. So, also so. Wie komme ich denn jetzt hier oben in die Stadt hin? Ich weiß nicht, hier zu dem Reisen, oder? Ja, klar, kannst du doch reisen zu den. Wir müssen jetzt oben zu Devons Wacht, oder was? Devons Wacht will ich hin, ja, aber wie komme ich da hin? Ist da auch eine Stadt, wirklich? Das ist, ja. Das ist die Stadt, Devons Wacht. Na aber gut, ich dann. Gerne wissen, wie ich da hinkomme. Na, da unten ist doch dieses komische Symbol, wo du reisen kannst, an der untersten Ecke. Dieses Gebiet blinkt doch gelb auf, ne? Also hell auf, so rum. Ja. Und am untersten Rand ist Reisen. Da weiß ich, ja, hast du. Gut, ich reise mal dorthin. Wollt ihr dahin reisen? Ja, ja, weil da kann ich denn mit den Typen quatschen, dann habe ich da schon die Quest weg, die. Ich habe hier gerade noch was gesehen, Onkel, was cool ist. Okay, machen wir gleich. So, wo willst du jetzt hin? Oh, ich habe das nicht verstanden. Devons Wacht. Devons Wacht. Ganz oben das Schloss, oder? Ja. Gut. Kann ich aber nicht hinreisen. Da unten ist das Ding. Alter, das gibt's da gar nicht. Ja, ich reise jetzt hin. Seid ihr auch schon da? Ein schwarzer Pfeil mit weiß umrandet heißt. Zeit ist reif. Mission. Ihr findet mich bei den Klippen vor Davon. Siehst du einen oder was? Eilt euch. Ja, hier. Weil ich sehe nämlich keine, dann nimm das mal an. Onkel, ich habe gerade noch was Interessantes entdeckt für uns. Warte mal, wo ist denn jetzt Odin? Das ist ja Rivano, ich will aber zu Odin. Oh, die greift mich an. Er ist nicht dahin geportet, wo er hin sollte, ne? Wo ist denn jetzt Odin schon? Warum greifen die mich an? Achso, das sind die Wachen. Okay. Odin, wo bist denn du schon wieder? Ja, mich haben die Wachen angegriffen. Hier gibt's keine Wachen, Odin. Wir sind hier vor dieser komischen Geisterstadt. Hä? Ja, ich bin doch. Ich seh dich doch hier. Ja, da ist er. Okay, komm mit. Achso, okay. Hier bin ich hingegangen. Da soll ich hin, da ist weiß. Weißer Pfeil jetzt. Der war erst schwarz, dann bin ich hier lang gelogen und jetzt ist er wieder schwarz. Das ist der weiß. Ich sehe ihn durch. Ach ja, hier haben wir eine Nebenmission. Also jetzt schon. Warte mal, Rivano, komm mal her. Bin da. Ich denke mir mal, dass zum Beispiel die hier, Odin. Nee, du rennst weg. Ich stehe hinter dir direkt. Du bist hier? Ach nee, das ist Odin. Wollen wir den mal mit dir. Hast du die. Warte mal, siehst du die Mission hier vor uns, Odin? Nein. Gut, dann hat er nämlich die Mission schon angenommen. Dann nehmen wir die auch mal an. Ich spreche jetzt an. Sei mit euch. Mein Name ist Naryl. Jetzt habe ich auch. Ich schätze, ihr seid neu hier und sucht etwas Arbeit.
Dann ist es Schicksal, dass wir uns treffen. Denn ich bräuchte etwas Hilfe bei einer geschäftlichen Angelegenheit. Ihr habt vielleicht vernommen, dass Steinfälle angegriffen wird. Das macht so manches ziemlich lukrativ. Wein zum Beispiel. Wenn ich eine bestimmte Flasche hätte, wüsste ich da jemanden, der gut dafür bezahlen würde. Aber nicht doch. Beschaffen. Ein Nord, der hier eine Taverne betreibt, hortet eine Flasche Amaya-Tränen. Ich wollte sie ihm abkaufen, aber er will sie nicht verkaufen. Seien wir ehrlich, er wird sie sowieso nie trinken. Er würde es also gar nicht bemerken, wenn sie durch eine Kopie ersetzt würde. Ich wusste, ihr seid mutig. Sie heißt Fischgestank und liegt unten an den Docks. Ein Schläger namens Hector ist der Wirt. Er ist vollkommen unvernünftig, was eine kostbare Flasche angeht. Man kann sie ihm nicht einfach abschwatzen. Wo sind wir hin, war? Mit Gerissenheit. Tauscht einfach die Flasche, wenn er nicht hinsieht. Wahrscheinlich kann er guten Wein eh nicht von Plörre unterscheiden. Ich wusste, ihr seid mutig. Ja, die hat nur Äpfel und so was. Odin, jetzt habe ich das nicht so ganz gerafft. Jetzt hast du den hier auch mit angesprochen, oder was? Ja, den habe ich auch angequatscht. Na wieso? Ich denke, du hattest die Mission nicht. Oh, welche war das jetzt, Onkel, die du angenommen hast? Mit der Weinflasche. Weinflasche? Nee, ist doch egal. Ist doch jetzt wurscht. Ach so. Exquisite Tränen. Ne? Das hat doch der Odin vor uns vorgelesen. Ne? Ich sage, der hat die Mission hier alle angenommen. Tochter der Riesen habe ich noch bekommen, wo wir vorhin hingereist sind. Ja, das habe ich auch. Handwerks. Was? Unorthodoxe Taktiken, ja, die haben wir auch von hier. Der Schan hat sich der okay, wollen wir jetzt zum Handeln, ne? Ja, bitte. Viele Dörfer haben sich warte mal, Rivano, komm mal zu mir, bitte. Hier sind noch irgendwo zwei Missionen, die hat bestimmt Odin auch. Komm. Warte mal, wo ist denn das hier? Im Gebäude drin. Meinst du? Ja. Wo ist denn hier eine Krone? Ja. Magiergilde, geil. Das sind drei Missionen. Weil Odin hat nämlich verdammt viele und wir haben kaum welche. Hier, da ist eine übersprungen. Warte mal, lass aber mal Odin ganz kurz. Was? Ich habe eine übersprungen? Wenn ich das nächste Mal im Feld bin, muss was redest du denn? Ihr seid ihr im Turm hier drin? Rivano, renn doch mal bitte nicht weg. Ja, ich such dich ja. Ich stehe vor dir, du Nase. Seid ihr hier im Turm drin? Ja. Da habe ich nämlich nicht. Warte. Magiergilde. Also hast du hier drin keine Mission, die du holen kannst? Ich habe hier, die habe ich. Hier okay. Vorne. Ha? Ufer. Und dann habe ich noch eine. Stück weiter hier irgendwo. Hier. Na lass uns die mal mitholen hier jetzt. Kommen wir immer hier sind. Der Typ. Wir haben hier drei drin. Also ich spreche. Ich spreche jetzt den hier mal. Die Rutrasa an. Rutrasa ruf. Wo ist Rivano? Warte. Dann wieder weg. Nee, ich stehe ja davor. Okay, wir sprechen die jetzt an. Ehre für euch, Sera. Willkommen in der Gildenhalle der Magier. Ich weiß, dass unsere Anwesenheit hier im Tempel unkonventionell ist, aber ich fürchte, dass unsere ehemalige Halle erst kürzlich zerstört wurde. Man tut, was man muss, ja? Okay. Seid ihr wegen einer Mitgliedschaft hier? Ja, natürlich. Wir bewahren das Wissen auf dem gesamten Antlitz Tamriels. Mitglieder der Gilde suchen auf ihren Reisen nach Büchern, Folianten und uralten Schriftrollen. Es ist immer eine Freude, mit einem weiteren Wissenssucher zu sprechen. Gildenmeister Vannus wird erfreut sein. Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken kann ich nie abschließen. Und fertigen Kopien davon an, um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen. Nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Ich werde das bei dir wohl, oder? Hör ich mir den ganzen Scheiß an? Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen. Vannus Galerion, eines der Gründungsmitglieder dieser ehrwürdigen Verbindung. Er trägt noch immer den stolzen Titel des Gildenmeisters und steht somit jeder Gildenhalle in ganz Tamriel vor.
Er arbeitet mit anderen hochrangigen Mitgliedern wie Telengir, dem Artefaktor, zusammen, um unseren Erfolg auch zukünftig zu sichern. Sie kann ihn nicht abschließen, die Tussi. Das ist... Die leuchtet immer wieder bei mir hier. Das... Bist du fertig, Rivano? Wie lange brauchst du denn? Ja, ich habe jetzt alles gelesen. Ich habe jetzt nicht beitreten gemacht. Hier unten ist nochmal irgendwo was. Warte mal ganz kurz. Also beitreten möchte ich der Gilde jetzt nicht, weil hier. Die sind nicht so mein Ding. Hier ist noch ein Magier. Und da hinten noch einer. Ach, deswegen hat er das nur angezeigt. Das ist doch... Sagen, das ist, ich habe jetzt die Einladung angenommen, Scheißendreck. Hast du Beitreten gemacht bei Magiergilde? Ne, Beitreten... Go. Ja doch, klar. Da steht Boudrassas Einladung. Hier unten müsst ihr noch annehmen. Ich frage mich jetzt gerade, Odin, wir haben dich vor uns gefragt. Wir haben hier 3 Missionen. Ich habe 2, hast du gesagt. Jetzt hast du doch 3. Ich habe 4. Ja, Boudrassas Einladung habe ich aber auch da stehen. Dann steht da, sprecht mit Boudrassa. Okay, also habe ich die... Achso, du musst sie wahrscheinlich nochmal anklicken oder was zum Annehmen. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Ja, machen wir nicht, genau. Weil ich habe eigentlich weniger Bedürfnisse bei dem Magiergilde zu sein. Lieber die Kriegergilde oder so. Außer man kann in mehrere rein. Jetzt rennt der schon wieder weg. Lass uns doch mal noch den ansprechen. Ja, der will dich auch einladen. Sicher? Den habe ich auch angequatscht. Der hat auch gesagt, hier, willkommen, irgendwas scheiße mich. Daniel. Ja, aber wir nehmen sie mal an, sonst sind die da. Okay, ich werde mal ansprechen. Ihr seid wohl hier, um ein Handwerk zu erlernen, ja? Eure Allianz begleicht meine beachtlichen Gebühren und erlaubt es mir so, euch mein Wissen zu vermitteln, ohne dass es euch etwas kostet. Wenn ihr euer Können beweist, werde ich zertifizieren, dass ihr kompetent genug seid, um Handwerksschriebe zu erfüllen. Überhaupt gibt es gar keine Gilde. Ich muss... Handwerkszertifikat. Handwerksschriebe sind tägliche Anfragen nach Handwerkswaren. Man muss ein zertifizierter Handwerker sein, um sie erfüllen zu können. Belegt, dass ihr wisst, was ihr tut, und ich werde euch zertifizieren. Ich bin berechtigt, Versorger, Alchemisten und Verzauberer auszubilden und zu zertifizieren. Falls ihr Interesse habt, sollten wir sofort beginnen. Ja, klar möchte ich mir was Handwerker fahren. Sicherlich. Bitte werdet etwas genauer. Speisen und Getränke. Alles, was einem den Bauch wärmt und Körper und Geist anregt. Falls ja, ihr ich glaube, dass die Verzauberer so herstellen. Werde ich euch das Kulinar... Ich schätze, ich hätte Milenit erwähnen sollen. Sie zertifiziert Schmiede, Schneider und Schreiner. Euch für so etwas und wer seid ihr denn? Aber das ist ungerecht von mir. Sie ist eine wahre ich denke, sprich sie auch an. Des Kunsthandwerks. Aber ich bin schon fertig. Na, ich krieg das ja nicht durch. Ich habe ja hier ein Let's Play. Die Leute wollen ja wissen, was der sagt. Na gut, ich warte. Na glaube ich, das hat auch nichts mit der Gilde zu tun, dass du ihr Handwerk erlernen kannst. Nee, das ist was anderes, ja. Hier unten müsst ihr ohne anquatschen. Handwerkszertifikat habe ich jetzt bekommen, ja auch? Ja, hier unten müsst ihr ohne anquatschen. Nee, weil ich habe ja nichts gelernt. In der Truhe ist sie drin. Okay, du kriegst es aber, weil wenn du die Tutorial durchmachst. Hier welches unten Tutorial? Müsst ihr noch anquatschen. Ey, redet doch mal bitte nicht durcheinander. Welches Tutorial? Welche Kisten? Was? Ihr müsst hier unten die Bienen noch anquatschen, könnt da oben die Kiste öffnen bei dem Typen. Ach so. Okay, dann... Wo bist du denn jetzt? Na, bei der Frau hier, zum Ansprechen. Unten oder oben? Unten! Seht den Onkel gerade nicht. Du stehst doch genau vor mir, du Pappnase. Ja, die Krone ist weg. Keine die Ahnung. Die wird nicht angezeigt bei dir. Der merkt mich. Keine Ahnung. Okay, ich spreche sie jetzt an. Fremder, darf ich wagen, euch zu fragen? Der. Ob ihr hier einen gewissen Dentis Romori gesehen habt? Mein nutzloser Lehrling. Er hat eines meiner Zauberbücher gestohlen. Schlecht für ihn, dass ich kein Narr bin. Das Buch wird geschützt durch eine Versiegelung, die Akai oder Agatosh beschwört. Ich kann mir gut vorstellen, dass er es bereits bereut, das Buch genommen zu haben.
Warum? Weil ich mein Zauberbuch zurückhaben und ihn lebendigen Leibes häuten will. Ihr könnt nach ihm suchen. Aber vielleicht weiß auch sein Bruder, wo er steckt. Dietes sitzt meistens in der nahegelegenen Taverne. Oh, und bitte erwähnt das Häuten nicht. Ja, dann müssen wir den Lehrling finden. Aber trotzdem kann ich doch jetzt hier in keine Kiste gehen. Was erzählt er mir denn? Also ich konnte dann oben bei dem Daniel-Typen die Kiste öffnen. Und die Alte, die ist jetzt bloß dafür da, die Einladung anzunehmen. Also wir sind ja jetzt schon in der Gilde drin, oder? Nee, erst wenn wir es annehmen. Na, wir haben da am Anfang sind wir doch in so eine Gilde gegangen. In die Kriegergilde, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch was herausgefunden, und zwar, wenn wir auf Kampagnen gehen, geh mal drauf. Wo ist denn Kampagnen jetzt schon wieder? Da sind, richtig coole Sachen hier. Wo ist denn Kampagne? Dann ist da unten ja Onkel da unten Ebenherzpakt, Durchsturzbündnis und Aldemir-Domit. Das ist ja diese Gruppierung, die wir gemacht haben. Und dann kriegen wir auch Allianzpunkte und so. Und wir können ab Stufe 10 kannst du auch eine Gilde aufmachen. Oder so eine eigene, ne? So ein Clan halt. Wo ist denn Kampagne? Wo ich dann auch mit reinkomme. Na, wo steht denn Kampagne unter Optionen? Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da kannst du auf Beitreten machen und dann geht das hier ab. Ich hab hier keine Kampagne. Kann sein, dass das erst mit unter Fertigkeiten steht das. Kann sein, dass das erst mit Stufe 10 kommt. Ach, es gibt so viele Tagebuch. Hab ich da. Es gibt so. Was? Tagebuch. Unter Fertigkeiten. Unter Fertigkeiten? Steht ach, na, wir sind doch über Stufe 10, oder nicht? Stufe 10, ja. Na, siehst du? Und ab Stufe 10 können wir Gilden machen. Ja. Ja. Und deswegen hat Odin das nicht. Und deswegen machst du das? Boah, deswegen hat Odin das nicht. Ja, aber du kannst doch schon mal eine aufmachen und mich einladen. Wozu? Da können wir auch ein eigenes Gebäude kriegen wir dann und alles. Das machen wir dann, wenn Odin noch so weit ist. Ja, wie welches Level ist denn der? 8. Ja, gut, 2 Level, die kriegen wir schnell voll. Boah, ich raff das nicht. Also mir ist das schon wieder. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir schon wieder zu viel, das ganze Zeug. Ich will ja einfach bloß meine Mission machen und bla bla. Und jetzt so ein Rotz hier und irgendwelche Gilden und. Blick da, okay, das ist auch durch hier. Das ist doch Wahnsinn. Klar, ist doch ganz easy. Und da diese großen Missionen, die man da machen kann, Kampagnen halt. So, und jetzt brauchen wir noch hier was verkaufenmäßig. Habt ihr jetzt angenommen, Rudras Einladung? Nein. Ich hab da, gedrückt. Dann bleibt die. Magistra Vox besitzt er lernt das Rezept für Schweinebraten. Habt ihr die Mission auch? Es ist sicher nicht stärker als das. Ich raff das. Warte doch mal. Mach doch mal nicht nur. Oh, das ist mir zu viel gerade. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich schon immer bei Skyrim schon gestört. Ich war dann irgendwann zu überfordert mit dem ganzen Gelimp. Was willst du jetzt? Warum kann ich denn die Rudrasa nicht ansprechen? Revanu! Wieso solltest du. Wir können die ansprechen, aber dann sind wir halt Magier-Gilden-Mitglieder. Und ich weiß nicht, weil ich würde ganz gerne in die Kriegergilde oder so rein. Ich weiß ja nicht, ob wir mehrere Gilden haben dürfen oder nur eine. Ja, keine Ahnung. Du trittst aus der anderen wieder aus. Du trittst aus der wieder aus, wenn du die andere findest. Eben, dann ist auch wenigstens die scheiß Mission weg. Ja gut, weil bei Skyrim war das nämlich so, ich glaube, da konnte man nämlich nur eine Gilde haben. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja, und dann kannst du doch bestimmt die Gilden wechseln, oder? Hey, dann gehen wir alle wieder rein und dann quatschen wir die an. Ich hab da nicht mehr, kann ich nicht mehr. Nur wenn wir dann mit der geredet haben und Magiergilden-Mitglieder sind, dann müssen wir für die Magiergilde auch ganz viele neue Missionen machen. Einkaufen, Rückkauf, Verkauf. Okay, sag mal, ich spreche die jetzt an. Es ist immer eine Freude, mit einem weiteren Wissenssucher zu sprechen. Gildenmeister Vannus wird erfreut sein. Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Oh, ich klicke jetzt durch, ich hab das alles bestimmt angehört. Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Ich bin bereit, beizutreten. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Haben wir ja alle schon gemacht. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gilden. Ausgezeichnet! Willkommen in der Magiergilde. Abgeschlossen. Willkommen in der Magiergilde. Ja, wir sind jetzt Magiergilde.
Sam, okay, jetzt haben wir das einfach und wurscht. Ah, und jetzt, wenn du auf Fertigkeiten gehst, geh mal kurz drauf. Da haben wir nämlich jetzt bei Waffe und Rüstung und offene Wunden, haben wir nämlich stehen Gilde. Und da seht ihr nämlich, dass wir Magiergilde und Kriegergilde, die beiden haben. Hast du das also auch? Kann man doch mehrere Gilden haben. Ja. Und jetzt hast du nämlich da einfach noch die Fähigkeiten dabei. Zum Beispiel hast du bei Passiv überzeugender Wille. Und alles klar, gut, also können wir mehrere Gilden machen. Das ist oh, das ist cool. Überzeugender Wille, da ermöglicht es euch, bestimmte Computer in Unterhaltung zu überreden. So wie die Macht bei den Jedis. Oder noch soziale? Das ist nicht der Odin, den ihr sucht. Gamerstick LP, dann bleibt nicht unbemerkt. Wir brauchen Krieger, aber ihr euch. Wo steht das? Was, welche Gilde ich bin? Bei Fertigkeiten. So, kann ich jetzt eigentlich hier. Ach, geil. Gilden erstellen und beitreten. Komm, wir machen mal eine Gamerstick LP-Gilde. Wo bist denn du jetzt? Ich bin jetzt bei Fertigkeiten drin. Ich nein, bin nicht du. Machen wir Alt-Marie-Dominion. Die Allianz eures Charakters ist die ist der Ebenherzpakt. Eure Gilde kann nur für ihre festgesetzte Allianz im Allianzkrieg kämpfen. Da haben wir ein Alimerdi-Dominion, ein Ebenherzpakt. Oh, das ist mir zu hoch. Und Deutschsturzbündnis. Und wo soll ich hier sehen, dass ich sehe nicht das, mal, dass du hast doch, kannst doch noch gar keine Gilde machen, Mann. Wir haben doch gerade gesagt, ich habe die 10. Aber ihr seid doch schon in irgendeiner Gilde drinne, bei den Krieger. Also wir haben die Ebenherz, haben wir Allianz. Dann sollten wir auch da die machen. Okay, machen wir Ebenherzpakt. Ich sehe nicht durch, ist gibt so. Euren Namen ein, YouTube oder... Oder nennen wir uns einfach nur die Vernichter. Ach genau. Was? Was? Ja, ich mach's in YouTube Germany, so ja auch alle drin. Passt doch. Jetzt, wo bist denn du jetzt? Ich such dich die ganze Zeit. Also hier in der Magiergilde ist deine Krone weg, zum Kotzen, ehrlich. So, YouTube, Eingangspakt, eure Gilde kann nur für die festgelegte Allianz kämpfen. Fertig. So, YouTube Germany, Gilde. Lass mich wieder ein. Ach, ich kann noch eine Gilde gründen. Ja, warte mal, gibt es gleich mit ja, Gilde. Aber ihr seid doch schon bei den Kriegern drin. Ich hab doch jetzt eine eigene Gilde gegründet, Mensch. Ja, aber ihr seid doch bei den Kriegern drin. Na und? Auch, ja. Und bei der Magier jetzt. Ja, wo seht ihr denn das ganz genau? Das frage ich jetzt schon die ganze Zeit. Wo bei Inventar? Bei Soziales. Ja, achso, bei Fertigkeiten. Ne, siehst du doch weiter unten. Ja. Da steht Fertigkeiten und dann kommt da Gilde. Und dann steht da... Du kannst doch aber noch gar keine Gilden beitreten, Odin. Wie soll denn das bei dir stehen? Verstehst du das? Die Magiergilde bin ich. Also hast du es doch... Oh. Ja, ihr seid doch die ganze Zeit, deswegen wollte ich ja gucken wegen dieser komischen Kriegergilde. Ich will ja auch in diese Kriegergilde, da bin ich aber nicht. Ich wollte jetzt wissen, ob ich Magiergilde auch angenommen habe, ob das zählt. So bist du, hast du die Anleitung gekriegt? Die Einladung, meine ich. Ja, hab ich. Oh, geil. So, jetzt ich hab keine Einladung gekriegt. Weil du in keine Gilde kannst. Ich bin aber in eine Magiergilde. Diskutier nicht. Warte, ich lade dich ein. So, bitteschön. Ich hab dich eingeladen, Odin. Ja, so. Und jetzt soll ich das drücken. Und das da. Zack. So, Mitglieder. Jetzt kann er doch rein. Was erzählen denn die uns am Anfang, dass du erst mit Stufe 10 da rein... Ach, da kannst jetzt du erst eine gründen. Ah. Aber Odin. Ich guck grad unsere Gilde. Was hat die denn? Weil ich hab jetzt gerade geguckt, bei Fertigkeiten gibt's nichts. Womit... euren Gildenmitgliedern zu sprechen, könnt ihr im Sprachchat öffnen, okay, das ist jetzt nicht so wild. Aber ich dachte, wir kriegen jetzt auch noch bestimmte Fähigkeiten. Oder muss man die erst kaufen? Oder freischalten, ich weiß ja nicht. Hä? Ja, du hast doch bei Fertigkeiten auch, bei der Magiergilde Fertigkeiten, bei der Krieger- ja, aber da doch nicht. Du hast jetzt bloß die Gelde und jetzt kann ich euch regen und damit können wir dann, was kann man denn hier überhaupt machen? Na, wir können Häuser bauen, wir können also schon richtig gute Sachen damit machen. Es gibt auch einen Gildenfight, dann kämpfen so, Häuser gegeneinander. Dann kämpfen Häuser gegeneinander, wie soll denn das aussehen? Ja, Gilde versus Gilde halt.
Was sagt denn die Uhrzeit eigentlich? Die sagt 24 Minuten. Oh, das heißt Ende. Ja, aber muss, ich kann nicht sehen mit... Achso, ja stimmt, okay, alles klar. Ihr seid jetzt also da. Ihr seid jetzt in unserer YouTube Germany Gilde, das ist wonderful. Wir müssen gleich nochmal gucken, was wir nochmal machen können mit der Gilde. Ja, das müssen wir alles mal gucken. Erstmal rausgehen hier wieder aus dem Kackraum. Ja, also bei der, da wieder bei uns der total zum Ausrasten gebracht hat hier der Raum. Bei der Magiergilde gibt es aber noch Missionen zum Annehmen, da muss man gerne mal rein. Gar nicht. Ich habe bei mir noch graue Pfeile. Wirklich, drin. Wirklich. Ja. Oh. Okay, liebe Freunde, war ich dran? Ja, weiß ne? Nicht mehr. Okay, ich mache einfach. Du bist am nächsten Part dran. Na, dann mach auch. Oder? Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht hier mit mir und dem Onkel und den Odin. Sehr verwirrend heute. Ja, das war heute sehr viel Input auf einmal. Aber es macht ja nichts. Es ist ja interessanter, es wird vielseitiger und mal sehen, wie es weitergeht. Und ich freue mich riesig drauf. Und deswegen würde ich sagen, bis morgen. Oder bis zum nächsten Mal. Besser gesagt. Ciao. Ciao.